Löwentrainer Marco Kurz hat diese Woche sozusagen den Uli Hoeneß gegeben und furchtbar geschimpft. Seine Mannschaft werde zu negativ bewertet. Sie hätte doch bislang eine prima Saison gespielt. Das mag schon so sein, aber nach 4 Unentschieden in Folge, also eben auch 4 Spielen ohne Sieg, da wird's halt unruhig. Das Umfeld in München schielt natürlich nur auf den Aufstieg, auch wenn Kurz immer wieder versucht, seiner jungen Mannschaft genau diesen Druck zu nehmen. Die Löwen in den gelben Trikots und sie begannen hier sehr forsch. 3. Minute, Ecke Kurz gespielt, das ist Birovka. Hennings klärt und dann Timo Gebhardt, erster Torschuss von den Löwen durch den 18-jährigen offensiven Mittelfeldspieler. Gebhardt im zentralen Mittelfeld, vor ihm die 3 Offensiven, Kutschukovic rechts, die Salvo Mittelstürmer und Birovka kam über links. Und da ist er, der Daniel Birovka. Schön durchgespielt auf Bender, Sven Bender. Die Löwen spritzig, offensiv, aber noch harmlos im Abschluss. Da hapert's ja, in den letzten 12 Spielen gab es nur 12 Tore. Pele Wollitz, seine Mannschaft in der Anfangsphase erstmal ziemlich beschäftigt in der eigenen Spielhälfte. Nach knapp 10 Minuten dann der erste zeigenswerte Angriff der Gastgeber. Balleroberung und dann Gaetano Manno schön steil auf Reichenberger und Reichenberger macht das Tor. Der erste Torschuss war gleich der Volltreffer zur Führung. 1-0 Osnabrück. Und wieder mal war es Reichenberger. Schon in Fürth traf er ja doppelt, insgesamt nun sein 8. Saisontor. Nochmal das Ganze von hoch oben. Es begann mit dem langen Ball von Gößling. Bärhalter gewann zwar den ersten Kopfball, aber schauen Sie auf Bärhalter. Er blieb danach stehen und so entstand das Loch in der Viererkette, in das dann Manno spielte und Reichenberger startete. Er entwischte Bender. Kein Abseits, perfektes Timing zwischen Passgeber Manno und Sprinter Reichenberger. Tja, was wären die Osnabrücker ohne diesen Reichenberger in der Regionalliga? Traf er in den letzten 3 Spielzeiten für den VfL 54 Mal. Wollitz brachte ihn damals mit aus Uerdingen. Reichenberger, seinen ersten Profispiele bestritt er vor über 10 Jahren bei Bayer Leverkusen. Er hat Ulf Kirsten damals wohl gut zugeschaut. Wollitz mit Osnabrück früh mit 1-0 vorne. Aber Vorsicht, muss nichts heißen. Schon 4-mal gaben sie nach einem 1-0 noch Punkte ab. Zuletzt 2-mal in Folge gegen Jena und in Fürth. Und siehe da, die Löwen im Vorwärtsgang mit Kutschukovic. Birovka überläuft Grieneisen. Zichon klärt, das war ein Querschläger und kein Rückpass. Die 60er vor dem Tor und auch nach dem Tor die offensivere, aktivere Mannschaft. Birovka auf der linken Seite bislang sehr stark. Da ist er. Wieder setzt er sich durch gegen Tomic und Suhrmann. Und Gößling klärt. Er erwischte dabei aber unglücklich den Münchner Antonio Di Salvo. Da liegt er. Eine Szene mit Folgen für den Löwenstürmer. Er quälte sich noch ein paar Minuten rum, musste dann aber ausgewechselt werden. Mit einem Bänderanriss für ihn kam Wolf. Gößling war schuldlos. Trotzdem bitter für Kurz, nach Schroth und Göktan noch eine Offensivvariante weniger. Die Osnabrücker spielten sehr geschickt. Sie standen defensiv gut und spielten dann schnell direkt Manno direkt auf Reichenberger. Der schön auf Suhrmann, kein Abseits. Da kommt der Hoffmann raus, kein Handspiel, aber er verliert den Ball und fault dann Suhrmann. Tomic will schießen oder flanken, weil Hoffmann noch nicht im Tor war, aber Schiedsrichter Gruczynski hatte längst gepfiffen. Die Osnabrücker waren sauer, weil ihnen ein möglicher Vorteil genommen wurde. Aber immerhin, Freistoß für den VfL nach diesem Foul von Torwart Hofmann an Suhrmann. Und ausführen wird Ruben Hennings, der U21-Nationalspieler. Hennings und Hofmann in der Mauerecke. Gut gehalten vom 35-jährigen Löwenkeeper nach dem feinen Freistoß von Hennings in der 27. Minute. Die Osnabrücker wurden jetzt aktiver, hatten jetzt zunehmend mehr Ballbesitz. Da wieder der fleißige Gaetano Manno, abgelegt auf Schäfer. Und da kommt Ruben Hennings.
in der U21-Nationalmannschaft ist er der Knipser. Für Osnabrück traf er erst einmal. Pele Wollitz, nur ein Sieg in den letzten 7 Spielen. So ein Dreier täte mal wieder richtig gut. Und seine Mannschaft gab Gas. Osnabrück immer energischer. Die wollten vor der Pause das 2:0. Wieder Schäfer. Wieder Manu. Dann Sven Bender. Achtung, schwacher Ball. Und jetzt aufgepasst. Tomic gegen Bender. Schiedsrichter Grodzinski gab Elfmeter. Und er gab diesen Elfmeter völlig zurecht. Sehr ungeschickt, wie der junge Sven Bender dahin ging im 16er gegen Tomic. Er nahm die Einladung zwar auch dankend an, aber es war kein geschundener Elfer, sondern ein zurecht verhängter. Es war ein klares Foul von Bender. Die Ausführung, sicher, angespannt. Schon dreimal trat er zum Elfmeter an in dieser Saison. 2 waren drin. Gegen Aachen hat er verschossen. Und heute? Sicher. Tor, 2:0 Osnabrück, 34. Minute. Der VfL im heimischen ausverkauften Stadion wieder mal auf Siegeskurs. 18.500 Zuschauer in der Osnatel Arena. Zichon, der frühere Kölner, am Anfang hier fast als Fehleinkauf diskutiert und jetzt als Führungsspieler nicht mehr wegzudenken. Sein 3. verwandelter Elfer, insgesamt sein 4. Saisontor. Der wird mit 31 Jahren noch zum Knipser. Die Löwen 0:2 hinten. Oh je, gibt es nach 4 Unentschieden nun noch eine Niederlage obendrauf? Aber es blieb ja noch ein bisschen Zeit bis zum Pausenpfiff. Und die Münchner kamen. Wieder mal über links und wieder mal über Birovka. Tom Hoffmann mit vorne und dann Sven Bender in der 43. Minute. Die beste Chance für 60, aber Gößling hielt glänzend. Die Null steht und das tut gut nach den 6 Dingern von Fürth. Halbzeit 2:0 für Osnabrück. Die Löwen mit 2 Gegentoren und einem Feldverweis. Wen es traf, das erfahren Sie in gut 30 Sekunden. Zurück in Osnabrück. Löwentrainer Marco Kurz durfte zwar durch den Innenraum reinspazieren, musste dann aber hoch in Reihe 1 auf die Tribüne. Warum? Er hatte sich zum Ende der ersten Hälfte zu vehement über den Schiedsrichter beschwert und die Coachingzone verlassen. Die Folge: ein Platzverweis. Seine Mannschaft kam engagiert aus der Kabine. Viele Spielanteile hatten sie ja schon in der ersten Hälfte. Sie brauchen Abschlüsse vor dem Tor. Birovka auf Gepard. Was macht der? Der fällt hin, kein Elfmeter. Schiedsrichter Grudzinski hatte freie Sicht und hätte, denke ich, hier gelb geben müssen für diese schon dreiste Schwalbe des U19-Nationalspielers. Osnabrück hatte das Spiel gut im Griff, jetzt schon fast eine Stunde vorbei. Gaetano Mano. Und wer kommt da? Da kommt der Reichenberger. Advent, Advent, der Tommy rennt. Doppelpack vom Kapitän. Auch der erste Torschuss der zweiten Hälfte war gleich ein Treffer. Die Hütte tobte. Wollitz, unglaublich, 3:0 in der 58. Minute. Die Löwen viel zu weit weg vom Gegner. Schäfer ließ hier Mano flanken und Hoffmann kam deutlich zu spät gegen Reichenberger. Wieder also Mano als Vorbereiter und wieder Reichenberger als Vollstrecker. Das gleiche Erfolgspaket wie beim 1:0. Man kann sich gar nicht satt sehen an diesem Wollitz, wie er die Tore feiert. Es sei denn, man ist Löwenfan. Die Adventsparty nahm ihren Lauf. 4 Minuten nach diesem 3. Osnabrücker Tor. Jetzt ein schneller Treffer. Vielleicht geht ja dann doch noch was für 1860. Der eingewechselte José Cholebas. Und da ist Kutschukovic, der will ablegen und macht es dann doch alleine, nicht schlecht, aber halt wieder kein Tor. Aber gleich wieder die Löwen. Also an mangelndem Willen lag es nicht. Sie lagen hoffnungslos hinten, aber sie hingen sich weiter rein. Und da ist wieder Kutschukovic. Vorbei an Zichon, Kutschukovic, Pfosten. Die Nachschusschance.
Schwarz und letztlich klärte da Thomas Zichon. Zu diesem Zeitpunkt waren noch 20 Minuten zu spielen. Kutschukovic glücklos, die Salvo unglücklich. Die Chancen waren jetzt da. Aber das alte Problem, sie machen keine Buden. Dabei gab es doch diese Woche extra Torschusstraining. Was kommt jetzt? Pirovka. Da ist Wolf und wieder Kutschukovic. Und wieder kein Tor. Wieder klärte Zichon. Dieses Mal in der 79. Minute. Bleiben die Löwen zum 5. Mal in den letzten Wochen ohne eigenen Treffer? Die hier feierten schon mal den 5. Sieg im 8. Heimspiel. Dazu gab es 3 Unentschieden. Heute bekamen die Löwen Osnabrücks Heimstärke zu spüren. Nochmal die Gäste über Birovka. Und sie ahnen es schon, wieder Kutschukovic, der Deutsch-Bosnier mit tollem Engagement. Er erarbeitete sich Chance um Chance, aber es fehlte das Glück. Kein Tor heute für Kutschukovic und keins für die Löwen. Schluss, Osnabrück gewinnt mit 3:0. Die Löwen mit ihrer 3. Saisonniederlage. Ohne Tore geht's halt nicht. Olli Müller mit den Interviews. Natürlich ist